Lisa Halk ist Studentin und hat aufgrund einer Erkrankung eine Glatze. Statt einer Perücke mag sie es lieber, ein Kopftuch zu tragen. Und davon gibt es bei ihr eine große Auswahl. Kreisrunder Haarausfall heißt die Erkrankung oder auch Alopecia areata. Da gibt es viele verschiedene Formen von. Manchmal hat man eine runde Stelle, mit der fängt es dann meistens an. Und dann gibt es Leute, bei denen werden das dann immer mehr und dann sind sie kahl am Schluss, so wie ich. Und was da eigentlich passiert ist, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt, von der in Deutschland alleine 1,5 Millionen Menschen betroffen sind. Mit ihrem Freund lebt sie in Münster. Auch zu Hause bedeckt sie überwiegend ihren Kopf. Also wenn ich mit Glatze auf die Straße gehe, dann fühle ich mich halt nicht angezogen tatsächlich. Und ich fühle mich sehr verletzlich und es ist ein intimes Gefühl. Also so, als würde ich mit barem Busen über die Straße laufen tatsächlich. Und genau, deswegen fühle ich mich insgesamt mit Tuch einfach wohler, angezogener und ein bisschen geschützter auch. Lisa hat es immer gereizt, sich einmal ohne Kopftuch fotografieren zu lassen. Ein Angebot von ihrer befreundeten Fotografin Ingrid gab es. Doch sie hat gezögert. 6 Jahre, bis die Neugierde überwog. Ich habe eine Einstellung, die eigentlich von innen rausgeht. Ich benutze bewusst keine stilistischen Mittel wie künstliche Beleuchtung. Ich habe keine Visagistin, keinen Stylisten. Ich benutze aus Prinzip keine nachträgliche Manipulation. Ich möchte eine Atmosphäre schaffen und eine Art Umgebung, wo die Leute sich öffnen und dann ihr natürliches Gesicht zeigen. Und meine Erfahrung zeigt, dass das doch das schönste Bild ist. Also es war das erste Mal durch die Fotos von Ingrid, dass ich Bildmaterial von mir hatte, wo ich mit meiner Glatze zu sehen war und wo ich mich auch wunderschön drauf fand. Also ich habe zum ersten Mal, wirklich allererstes Mal in meinem Leben, habe ich gesehen, dass die Begriffe Glatze und Weiblichkeit keine Widersprüche sind. Und ich fand die Person auf den Bildern wunderschön und konnte auch im ersten Augenblick gar nicht glauben, dass ich das bin. Es war schon ein Schlüsselmoment. Dieses Fotoshooting hat Lisa befreit. Sie traute sich Dinge, die sie sich vorher nicht getraut hat. Und sie hat sich angefangen, glaube ich, ein bisschen mehr selbst zu lieben, würde ich mal so sagen. Das ist unser Hauptgewinn in diesem Fall. Aus dem Moment mit Ingrid ist sehr viel Inspiration entstanden, weil ich gemerkt habe, dass das ein wichtiger Moment für mich war und ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich diese Möglichkeit, mit Ingrid Fotos zu machen, dass ich die gerne auch anderen Frauen ermöglichen würde. Lisa Halk und Ingrid Hagen-Henrich reisen durch Deutschland. Über das Internet überzeugte Lisa andere betroffene Frauen, sich fotografieren zu lassen. Die beiden bereiten eine Fotoausstellung vor. Ich habe von dem Projekt Schönlinge über Facebook erfahren, hat mir eine Freundin geschrieben. Die Geschichte, die hat mich sehr berührt von ihr, die sie beschrieben hat. Dieser Moment, den sie beschrieben hat, dass sie sich das erste Mal wieder schön gefunden hat, das hat mich so berührt, dass ich gesagt habe, komm, schreib da hin, ich mach da mit. Lisa will Überzeugungsarbeit leisten und über falsche Vorstellungen informieren. Wenn man mir sagt, es handelt sich um ein rein kosmetisches Problem, dann könnte ich aus dem Sack springen, weil ich mir denke, ja, also es sind nur die Haare. Und sicherlich gibt es Dinge, die sehr viel schlimmer sind, gravierender, einschneidender und so weiter. Aber es ist eben nicht nur ein kosmetisches Problem. Also weder die Ärzte, die mit einem sprechen, noch die Krankenkassen, die einen mit Perücken versorgen, machen sich Begriffe darüber, was für einen Impact diese Erkrankung auch auf die Psyche haben kann. Mir ist wichtig, dass man versteht, dass es sich nicht nur um ein Projekt mit Frauen ohne Haare handelt, sondern dass man sieht, dass es sich um ein Projekt über den Mut, zu sich zu stehen, handelt, um ein Projekt der Offenheit und der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und dass man eben auch versteht, dass die Glatze zwar in diesem Projekt im Zentrum steht, aber dass die Glatze eigentlich auch repräsentativ ist für jegliche Form von Makel und Schönheitsfehler. Also ich möchte mit dem Projekt eigentlich auch zu einer bunteren Gesellschaft beitragen. Also ich wünsche mir, dass man einfach sieht, wie vielfältig die Menschen sind, wie unterschiedlich die sind und dass man weg von diesem Ideal kommt oder geht, weil ich mich immer frage, wer das eigentlich festgelegt hat, dass es weniger Druck gibt auf die Frauen, aber auch auf die Männer oder grundsätzlich halt auf alle Themen von Schönheit, dass man einfach sieht, wie bunt und vielfältig der Begriff Schönheit auch einfach ist.